Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres und cremiges Nuss-Nougat-Eis für euch. Als Geschmacksgrundlage diente mir die Zentis Nuss-Pli-Nuss-Nougat-Creme, denn die kann man nicht nur als Brotaufstrich verwenden, die ist nämlich vielseitig einsetzbar. Getoppt habe ich das Eis mit den Edel-Marzipan-Perlen von Zentis und zwar in der Sorte Milchschokolade, die gibt es aber auch in Zartbitter. Das Eis habe ich in einer Eismaschine zubereitet, ist aber nicht notwendig. Am Ende des Videos erkläre ich euch noch, wie man das Eis ohne Eismaschine zubereiten kann. Und jetzt geht's los mit den Zutaten und der Zubereitung. Für das Eis selbst brauchen wir nur drei Zutaten, und zwar die Zentis Nuss-Pli-Nuss-Nougat-Creme. Wir brauchen Mascarpone. Ich habe keine Mascarpone mehr gefunden und habe stattdessen Frischkäse benutzt, also könnt ihr auch gerne machen. Außerdem brauchen wir Schlagsahne und für die Deko Edelmarzipanperlen. Zunächst werden die Zentis Nuss-Pli-Nuss-Nougat-Creme und die Mascarpone bzw. der Frischkäse glatt geriert. Anschließend kommt die Schlagsahne hinzu und wird untergemengt. Die Nuss-Nougat-Masse wird jetzt nach und nach in eine Eismaschine gefüllt oder je nachdem, welche Eismaschine ihr benutzt, da müsst ihr mal gucken, wie das bei euch funktioniert und dann circa 20 bis 30 Minuten lang zu einem Eis gerührt. Das Eis kann im Anschluss direkt serviert werden und für die Deko und für einen ganz besonderen Geschmack habe ich noch ein paar Edelmarzipanperlen darüber gestreut und fertig ist das leckere Eis. Fertig ist das leckere Nuss-Nougat-Eis. Ich empfehle euch wirklich ganz dringend, dieses Rezept mal auszuprobieren. Und wie versprochen, falls ihr keine Eismaschine besitzt, gar kein Problem. Ihr gebt diese Masse vorm Gefrieren in einen Behälter, in einen gefriergeeigneten Behälter. Verschließt diese gut, am besten halt mit Deckel, gibt sie dann in den Gefrierschrank für eine halbe Stunde. Holt es dann wieder raus, rührt einmal gut um. Und dann kommt der Behälter wieder in den Gefrierschrank. Und diesen Schritt wiederholt ihr jede halbe Stunde. Das dauert dann circa 4 bis 5 Stunden, bis das Eis richtig schön fest wird. Also so fest, dass man es dann servieren kann. Dieses ständige Umrühren jede halbe Stunde dient übrigens dazu, dass ihr ein cremiges Eis bekommt. Ansonsten bekommt ihr Eiskristalle und das Eis wird eher hart und nicht cremig, wird nicht so toll. Also unbedingt jede halbe Stunde rausholen und gut durchrühren. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. Also habt noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!